Ich leite die Formel für den Schwarzschildradius her und da brauche ich zuerst diese Fluchtgeschwindigkeit, die möchte ich auch erklären. Die Idee ist folgende: Ich stehe auf einem Himmelskörper und habe einen Stein in der Hand und wenn ich den Stein schmeiße, dann knallt er normal wieder zurück und wenn ich ihn heftig schmeiße, hat er einen weiteren Weg und mit welcher Geschwindigkeit muss ich ihn schmeißen, dass er nie wieder kommt, dass er ins Unendliche abhaut. Und diese Geschwindigkeit lässt sich mit der Formel berechnen, da habe ich auch ein Video gemacht, Video Fluchtgeschwindigkeit. Wie die her, wo die herkommt. Ist schön, ist eine schöne Herleitung, weil man integrieren darf. So, und jetzt war die Idee der Physiker, wenn ich jetzt hier also mehr Masse habe, da steckt jetzt hier die Masse vom Himmelskörper drin, ja, dann muss ich schneller schmeißen. Ja. Oder auch wenn der Körper sehr kompakt ist, also hier habe ich den Radius, ja, der Radius steckt hier unten drin, da muss ich auch heftiger schmeißen. Was wäre, wenn ich einen Körper hätte, wo die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit ist? Also dann gäbe es keinen Stein, den ich so schnell schmeißen könnte, dass er weg wäre. Ja, dann wäre es sogar so, wenn jetzt dieser Astronaut da, nochmal so, genau. Also wenn der jetzt hier eine Taschenlampe, ein bisschen Platz, ein bisschen so viel Zeug, so, ja, genau. Also ich habe jetzt hier einen Astronauten, irgendeinen Menschen. Und der hat eine Taschenlampe in der Hand und er möchte leuchten, sogar die Photonen würden wieder zurückknallen. Ja, weil die Fluchtgeschwindigkeit auch für die Photonen gilt. Und jetzt kann ich einfach dieses V gleich 10, die Fluchtgeschwindigkeit einsetzen und dann war es das schon. Ja, so, dann habe ich schon alles. Ein bisschen hier, ein bisschen aufräumen. Genau. Also. Ich setze hier c gleich Wurzel aus 2gm durch r und mache dann quadrieren und dann mache ich mal r und durch c. Ja, und dann habe ich r gleich 2gm durch c Quadrat. Meistens will ich wissen, welchen Radius brauche ich. Ja, damit das Ganze, also wie sehr muss ich ich habe eine Masse gegeben, ja, wie sehr muss ich die Masse quetschen, damit ich dann ein schwarzes Loch bekomme. Ich könnte natürlich auch die Formel nach M auflösen, also ich habe einen Radius gegeben, wie viel Masse muss drinstecken, damit es ein schwarzes Loch ist, aber fertig. Erst noch ein Beispiel, dann eine Bemerkung, die wichtig ist. Ein Beispiel, das klassische Beispiel für die Erde. Bei der Erde habe ich jetzt die Masse gegeben, setzt die Masse da ein, also Masse der Erde, dann Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat und bekomme 1 Zentimeter raus. 1 Zentimeter. Also würde ich die Masse der Erde auf diesen Zentimeter zusammenpressen, dann hätte ich ein mini-schwarzes Loch. Weil die Erde keine Supernova macht, ist das jetzt eher unwahrscheinlich. Genau. Und eine wichtige Bemerkung. Also eine schöne, schnelle Herleitung, ja. Aber wenn ich in der Nähe der Nicht-Lichtgeschwindigkeit bin, dann müsste ich ja eigentlich mit relativistischen Massen rechnen. Und auch bei der Herleitung der Fluchtgeschwindigkeit hatte ich dieses 1/2 mv Quadrat und dann integriere ich über Gravitation und so weiter. Also wenn ich in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit bin, dann darf ich eigentlich nicht 1/2 mv Quadrat, sondern eigentlich die relativistische Masse. Das heißt, diese Herleitung, so schön sie ist, liefert das richtige Ergebnis, ist aber nur eine Art Skizze. Ja, also kein echter Beweis, sondern so ein Überblick. Ja, der echte Beweis ist tiefer. Aber das ist der, für die Schule ist es genug. Man muss nicht immer alles wissen, aber man muss wissen, dass man nicht alles weiß. Also man muss wissen, dass da mehr, in diesem Fall mehr dahinter steckt, als jetzt hier auf dieses Video passt. Genau.